Der Karpatenhund ist weg! Ihr schon wieder? Ich suche einen Mr. Jonas. Justus Jonas. Kollegen, wir haben einen Fall. Etwa ein begnadeter Künstler. Bis zu seinem Tod hat er wie ein Besessener an seinem kristallenen Karpatenhund gearbeitet. Seit Edwards Tod ist er nachts dieses schreckliche Heulen, flackernde Lichter. Es fühlt sich so an, als würde die Erde beben. Ich fürchte, der Karpatenhund wird mich holen. So wie es in der Legende steht. Ungelöste Rätsel sind unser Spezialgebiet. Es muss einer der Anwohner sein. Es könnte natürlich jeder in Frage kommen. Skinny Norris. Manchmal bedarf es ein wenig der Hilfe, um das Unsichtbare sichtbar zu machen.